Hallöchen, Freunde, und ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge Let's Play Polizei 2013. Und wir sind auf der Spur eines Massenmörders. Jetzt geht's richtig los. In ihrem Bezirk wurden in den letzten Stunden 5 Menschen erschossen, alle mit der gleichen Schusswaffe. Wir gehen von einem Serientäter aus. Untersuchen Sie alle Tatorte. Finden Sie Indizienbeweise und lassen Sie diese im forensischen Labor Ihrer Polizeistation analysieren. Befragen Sie alle Verdächtigen und nehmen Sie die Täter fest. Also, eine Hammeraufgabe haben wir hier bekommen. Der erste Tatort ist sogar direkt hier bei der Polizei. Na? Das ist ja sehr auffällig. Das könnte Dexter gewesen sein. Ach, ihr kennt Dexter nicht? Das glaube ich jetzt nicht. Beziehungsweise du kennst Dexter nicht? Oder kennst du Dexter? Dann mag ich dich. Nee, Dexter ist eine US-Serie. Mittlerweile in der 7. Staffel. Und da geht es um einen Forensiker. Das heißt, auch einer hier, der im Polizeilabor arbeitet. Und der hat eine kleine Leidenschaft. Sondern, beziehungsweise, was heißt Leidenschaft? Der hat keine Ergebnisse. Oh. Können wir da irgendwie Krankenwagen? Fordere Krankentransport an. So, warte mal, bevor ich weiterquatsche, machen wir mal kurz hier das. Hat jemanden gesehen, weggerannt ist, kann aber keine näheren Angaben machen. Okay. Hier. Da. Okay, kann auch keine näheren Angaben machen. Und der Rest sollte. Okay, ich lasse die erstmal rein hier. Jungs, beeilt euch nicht. Ist eh schon zu spät. Können wir hier eigentlich mitfahren? Okay. Also. Und dieser Dexter, bitte kommen. Der hat. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Also, der. Wir machen uns auf den Weg. Ja. Hat. Das ist gar nicht so einfach, wenn hier immer dazwischen gequatscht wird. Also. Der Dexter, der arbeitet bei der Polizei, bei einem Morddezernat und ist dort Forensiker. Das heißt, er überprüft auf den, also der ist jetzt Blutspuren-Spezialist. Das heißt, der kann anhand der Blutspuren, die an einem Tatort sind, kann der sehen, wie der Mord oder wie der Unfall passiert ist. Und der hat einen sogenannten düsteren Begleiter, beziehungsweise auf Englisch Dark Passenger. Und ja, der schnappt sich nämlich böse Jungs und muss seinen Morddurst stillen, indem er die bösen Jungs gefangen hält, oder was heißt gefangen hält, gefangen nimmt und ermordet. Und da nimmt er nicht irgendwelche bösen, also der ist ja von der Polizei, und manchmal lässt er einfach Leute durchs Raster fallen, die, wo er weiß, hier, die sind. Die Beweise, die sind erdrückend, und dann ändert er das so, dass die Polizei nichts gegen den Täter tun kann, damit er den bekommt. Und also, falls ihr die Serie nicht kennt hier, die heißt einfach Dexter, D-E-X-T-E-R, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Also es ist wirklich, seit der zweiten Folge gucke ich die, seit der zweiten Staffel, und ich gucke mir die auch immer auf Englisch erstmal an. Weil die in Deutsch erst ein Jahr später mal rauskommen. Also es gibt derzeit zwar schon 7 Staffeln. Die 8. die läuft gerade noch. Die ist gerade am Ende. Nee, Quatsch. 6 gibt's auf Deutsch und 7 auf Englisch. Und die 8. soll die letzte werden nächstes Jahr. Und da bin ich schon richtig gespannt, weil die ist einfach so krass spannend. Die erste Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist jetzt nicht so der Bringer, aber. Ab Staffel 2, 3, wo dann wirklich auch, ich will jetzt nichts spoilern, aber wo Dexter dann auch ins Visier gerät, ist das einfach richtig geil gemacht, also richtig spannend auch. So, und apropos spannend, wir fahren hier mal eben fix zu dem Unfallort. Ich will ja nicht, wir dürfen ja hier nebenbei nicht unsere Aufgaben vergessen.
Ach ja, und ich habe noch nicht so viele Kommentare gehört zu dem Spiel. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken, wie das heißt. Aber das ist quasi das Gegenteil von Polizei, sondern wo man Banküberfälle, oder nicht nur Banküberfälle, wo man generell Überfälle plant und durchführt. So, Leute, was ist hier los? Was denkt ihr, wer Schuld hat? Ganz schnell. Er oder er? Ich sag er hier. Keine Schuld. Yes. Haha. Ja. Gut. Na, wer ist gut? Das machen wir jetzt übrigens immer. Dann könnt ihr mitraten, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. So, und dann lassen wir hier mal abschleppen. Der war ja schnell. So, und dann geht's weiter. Ich denke doch mal, dass der das schafft hier mit dem Abschleppen, oder? Oh, er hat fast hier... Aha, um 10 Uhr morgens. Ist noch nicht fertig mit Rumharzen, oder was? Lena, du hast ja eine Stimme. Los, los, los. Und zack. Einmal Ausnüchterungszelle. Polizeitransporter, bitte kommen. So, und weiter geht's zum nächsten Leichenort, Leichenfundort. Ach was, oder müssen wir das jetzt erstmal... Okay, nee, doch nicht. Wir müssen jetzt erstmal ins Labor. Ich hab mich schon gefragt, warum da nur noch ein Pfeil ist. Oha, und 500 Punkte hat die Besoffene gegeben. Nicht schlecht. Dafür müssen wir ganz schön viele Leute abschleppen lassen. Boah, merkt ihr, wie wir der Abschaum... Wie wir einfach nur der Abschaum sind. Wir tun alles das, was uns im richtigen Leben extrem aufregt, wenn die Polizei das macht. Strafzettel. Uns... Wenn wir gesoffen haben, dann... mit dem Finger auf uns zeigen und hier so. Nee, geht nicht. Und abschleppen, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Also zumindest mal im Auto nicht. So, dann gehen wir mal ins Büro, bevor wir hier noch weitere Witze machen. So, Labor, Labor. Dann gib mir mal einen Gegner. Nico Stock. Okay. Erstmal aber die weiteren Tatorte untersuchen. Einer Person wurde die Kreditkarte entwendet. Na, klasse. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter, nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Naja, liegt ja auf dem Weg, liegt ja auf dem Weg. Wir machen uns auf den Weg. Jo, machen wir das. Der hat doch die Stimme von... Komm, machen wir uns auf den Weg. Der hat doch die Stimme. Ist das Johnny Depp? Ich weiß gerade gar nicht. Der hat eine ganz bekannte Stimme hier. Der Lehrer. Unser Ziel muss sich ganz in der Nähe befinden. Na, klasse. Na gut, dann halt sie. Zack. Au. Und einmal festnehmen und... Tschüss. Bam. Ich hab nichts gesehen, Kollege. Alles gut. So, und was ist das hier? Was ist das hier? Keine relevanten Daten. Steig mal aus. So, da wollen wir... Sehr schön. Oh. Geschafft. Dann wollen wir einmal hier Alkoholkontrolle machen. Mist. Gut, weiter geht's. Aha, hier haben wir sogar gleich zwei. Das ist doch gut.
fahren wir mal eben zu dem einen. Essa ist die Tankstelle. Statt Esso. Aha, was ist das hier? Das dürfen nur wir. So, den lassen wir einmal abschleppen. Notruf. Notruf vor allem. Hier so ein falsch geparktes Fahrzeug. Alter, und dieser Ort hier. Da waren wir jetzt schon so oft zugange. Hier ist so viel Kriminalität hier in diesem Viertel. Das sieht zwar alles ganz nett aus hier. Aber hier vorne rechts, da ist der Teufel, glaube ich, zu Hause. Das geht ja gar nicht, was da los ist. Zigarettenverkäufer, Messerstechereien, Schießereien, Hooligans. Was wir hier nicht schon alles hatten und jetzt auch noch ein Mord. In so einem unauffälligen Haus. Was haben die denn hier im Garten stehen? Aha, wem es gefällt. Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort. Angefahren oder totgefahren? Die erforderlichen Maßnahmen. Okay. Gut, schauen wir uns das mal an. So, wir müssen jetzt sowieso wieder ins Labor. Dann passt das eigentlich auch ganz gut. Ach, was soll denn der Geiz hier? Fordere Einsatzfahrzeug an. Und dann geht's hier, können wir auch super wenden. Ach was, wenden ist für Anfänger, wir fahren hier wieder durch. Verdammter Mist. Gut. Na. Also, wenn man richtig Gas gibt, dann ist das Ding hier kaum noch zu halten. Beziehungsweise zu halten schon, aber kaum noch zu lenken. So, ab ins Labor. Und danach geht's dann zum Verkehrsunfall. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo der ist. Aha, hier vorne gleich. Da können wir eigentlich zu Fuß hin. Ja, wobei, nee, ist unpraktisch, falls da einer flüchtet. Was wollten die? Okay. Aha, Nico Stock und Karl Lelle. Und das können wir schon sagen, obwohl wir noch nicht mal alle angeguckt haben. Alle Tatorte. Oha, angefahren, ne? Ist klar. Hier, schnell einen Krankenwagen. Transport wird benötigt. Abschleppwagen. Abschleppfahrzeug, bitte kommen. Und ihn befragen. Okay, Strafzettel. Wow. So. Und hier stand doch noch eben, genau, der hier, der geht ja auch gar nicht. Den lassen wir auch direkt abschleppen. Da müssen wir erstmal warten, bis der weg ist. So, komm, weg. Na. Hey, gut gemacht. Danke. Na komm schon. Und jetzt aber. Ist der etwa immer noch? Hier ist so ein. Ach so. Oh. Alles klar, ich habe nichts gesagt. So, dann schauen wir mal. Also, jetzt werden wir die beiden Typen verhaften. Und ich kann mir vorstellen, na, wenn die fünf Leute umgebracht haben, dass die durchaus gewalttätig sein können und bewaffnet sind. Es sei denn, die haben das Sicherste gemacht, was man nach einem Mord machen kann, die Tatwaffe in den nächstgelegenen Mülleimer zu werfen. Da findet sie wirklich niemand. Aber wenn die nicht so schlau gewesen sind, dann haben sie die immer noch bei sich. Mensch, und der hat ja eine ganz schöne Autofarbe für sein Audi. Eieieiei.
Ach was, und wir sind da. So, dann gucken wir mal. Zwei Typen suchen wir. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Na, das machen wir gleich. Ich würde ganz gerne hier die Typen erstmal festnehmen. Also, ich gucke gerade nochmal auf die Karte. Hier vorne einfach, wa? Und dann so ein bisschen rechts halten, da beim Parkplatz. So, hier vorne müssen die Typen sein, irgendwo. Die Frage ist nur, wo genau? Können wir eigentlich den hier mal fragen? Wer bist du? Michael Braun. Hast du ja nochmal Glück gehabt? Hier, der hier bestimmt. Tobias Braun, ne? Haben wir gerade seinen Bruder getroffen. Und das Auto natürlich, das lassen wir gleich abschleppen. Mike Peters. Fordere Abschleppfahrzeug an. Wow, wow, wow. Alter. Gesoffen. Ja, betrunken sein ist ein Kapitalverbrechen. Ab ins Gefängnis. Leute, wir übertreiben hier gar nicht. Polizeitransporter wird benötigt. Scheiße. Und unsere Main Quest verabschiedet sich bald. Also, wir lassen noch mal kurz unser Fahrzeug bringen. Leute, und in der nächsten Folge geht's weiter. Und dann werden wir versuchen, endlich hier Nico Stock und Karl Lelle zu finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.